Es war der Aufreger des Kommunalwahlkampfes im Frühjahr dieses Jahres. Per Bürgerinnenantrag wurde die Idee von Fahrradstraßen auf dem Anlagenring und in der Innenstadt auf die Tagesordnung der Gießener Versammlung gehievt. Mehrere Aktionen untermalten die Hoffnung auf eine Verkehrswende in der leider ziemlich autogerecht gebauten Stadt. Da oben ist in den erleuchteten Saal, dort trifft sich in fünf Minuten der Umwelt- und Verkehrsausschuss von Gießen. Und er muss... Weil wir genug Unterschriften haben, dass wir alle gefressen gesammelt haben. Er muss heute darüber abstimmen, ob die Route, die wir gerade gefahren sind, Autofrei gemacht wird und Wutspuren und Fahrradspuren kommen. Das führte zu massiven Gegenreaktionen, ideologisch angeführt von Parteien, die sonst vor allem Kapitalinteressen in den Vordergrund ihrer Politik rücken aber hier unter dem Vorwand, sich um gebrechliche Menschen zu sorgen, verzweifelt am System Auto festhielten. Zudem gab es wenige, aber laute Stimmen derer, die als Geschäftsinhaber oder Hausbesitzer um ihre Profite fürchteten. Das war von Beginn an aus mehreren Gründen zweifelhaft. Zum einen inszenierten sich die wenigen als Sprecher aller Menschen in der Innenstadt. Doch so einheitlich war das Bild nicht. Zum Zweiten wurde hier ein altes Märchen neu aufgelegt, welches längst widerlegt ist. Nämlich, dass die Anfahrt mit den Autos bis in die Einkaufszentren oder an die Wohnhäuser deren Attraktivität ausmacht. Ein Blick in gängige Studien und Auswertungen aus anderen Städten zeigen, das Gegenteil ist der Fall. Menschen wollen ruhiges Wohnen und Entspanntes einkaufen. Wer zu Fuß mit dem Fahrrad oder einem attraktiven ÖPNV kommt, kämpft nicht um Parklücken und spürt nicht den Zeitdruck der Parkuhr. Wer hektisch nur konsumieren will, weicht immer mehr auf Amazon und Co. aus. Die Attraktivität einer Innenstadt ist deren Aufenthaltsqualität. Und die wächst, wenn Autos verbannt, Flächen zurückgewonnen und gestaltet werden. Als drittes fiel auf, dass die lautesten Stimmen für Autos in der Innenstadt von Menschen kamen, die dort gar nicht wohnen, sondern in Häuschen im verkehrsarmen Außenbereich. Zu alledem war die Aufregung auch ziemlich günstig, denn der Vorschlag der Verkehrswendeinitiativen war zu diesem Zeitpunkt über zwei Jahre bekannt und in einem umfassenden Verkehrswendeplan eingezeichnet und erläutert. Auch gegenüber den Geschäfts- und Hausbesitzerinnen. Dennoch wurden etliche Behauptungen aufgestellt, von denen die, die sie verbreiteten, selbst wussten, dass sie nicht stimmten. Die Abstimmung im Stadtparlament fand am 4.03. statt und ging knapp für die Veränderung, also die Einrichtung von Fahrradstraßen, aus. Der Versuch der Autolobby um AfD, Freien Wählern, CDU und FDP, dieses Ergebnis durch die wenig später folgenden Kommunalwahlen zu korrigieren, ging fulminant schief. Die WählerInnen straften die autovernahrten Parteien deutlich ab. Seitdem steht der Einrichtung der Fahrradstraßen eigentlich nichts mehr im Weg. Laut Beschluss hätte das spätestens ein halbes Jahr nach der Abstimmung erfolgen müssen. Dieses halbe Jahr ist längst rum. Und seitdem häufen sich billige Tricks, um den Autowahn über die Zeit zu retten. Es ist daher nötig, noch einmal Druck zu machen, um die Verkehrswende und den Weg zur ebenfalls längst beschlossenen Klimaneutralität von Gießen bis 2035 endlich auch mit wirklich wirkmächtigen Veränderungen zu beginnen. Doch wie ist dieser Beschluss nun umzusetzen? Es gibt mehrere Ideen und Vorschläge in der Debatte. Aus den Verkehrswendeinitiativen stammt der Vorschlag, die inneren, also direkt an die Innenstadt angrenzenden, bisherigen Autospuren zu Fahrradstraßen umzuwidmen die dann in beide Richtungen genutzt werden können. Im Folgenden gezeigt am Beispiel der Ostanlage am Abzweig am alten Gaswerk, also nahe dem Berliner Platz. So sähe das mit den beiden Fahrradspuren auf dem inneren Ring aus. Andere Vorschläge sehen die Fahrradstraßen jeweils auf der rechten Seite der jetzigen Fahrspuren vor. Unterschiedliche Konzepte gibt es zudem, wie dann Autos und Busse geführt werden sollen. In beide Richtungen, Busse extra oder auf den Fahrradspuren und so weiter. Erhebliche Unterschiede ergeben sich vor allem bei der Anzahl der nötigen Kreuzungen von Auto-, Bus- und Fahrradverkehr. Das hat massive Folgen für Fahrzeiten und Sicherheit, wie am Beispiel der Einmündung der Straße am alten Gaswerk erläutert werden soll. Wenn die Fahrradstraßen jeweils auf der rechten Fahrspur liegen, müssen einbiegende Fahrzeuge die Fahrradstraße überqueren, und zwar beim Rechtsabbiegen sowie noch komplizierter beim Linksabbiegen. Es kommt aber noch dicker. Auch wenn Autos den Anlagenring verlassen, kreuzen sie die Fahrradstraße. Einmal beim Verlassen der Hauptstraße nach rechts, der größten Gefahr für Radfahrerinnen überhaupt, aber auch beim Linksabbiegen. An jeder kleinen Einmündung entstehen gefährliche und unübersichtliche Situationen. Auf Dauer. Liegen die Fahrradstraßen beide auf den inneren Spuren des Anlagenrings, fallen alle diese Kreuzungen weg. Die Autos biegen ohne Kontakt zu den Radspuren auf die Autospuren ein und verlassen diese ebenso. Damit ist schon mal viel gewonnen. Aber es geht noch besser. Der folgende Vorschlag ist der mit Abstand überzeugendste. Aber nicht nur das, er ist auch der einfachste und preiswerteste in der Umsetzung. Spart sogar Geld, und zwar viel Geld, dann im laufenden Betrieb. Er wird die Anzahl an Unfällen deutlich reduzieren und die Lebensqualität in den Außenzonen der Innenstadt erhöhen, weil er Autos, Busse und Radverkehr am konsequentesten trennt und die Außenbereiche der Innenstadt von Lärm und Gestank befreit. Es gibt keinen Grund, mit der Umsetzung zu warten. Ab Frühjahr 2022, zum einjährigen Jubiläum des Beschlusses zum Anlagenring, kann der Startschuss fallen. Nicht des Beginns der Umsetzung, sondern der Vollendung des ersten großen Schrittes für eine attraktive Wohn-, Aufenthalts- und Einkaufsinnenstadt Gießen. Zuerst zur Fahrradstraße. Wir fordern, dass beide Fahrradstraßenrichtungen zusammen auf den inneren Spuren des Anlagenrings geschaffen werden. Warum? Erstens. Nur dort gäbe es kein ständiges Kreuzen von Bussen und Autos über die Fahrradstraße. Würden die Fahrräder auf den jeweils rechten Spuren unterwegs sein und die Autos links daneben, würden alle Ein- und Abbiegevorgänge sowie jedes Halten von Bus oder Auto zwingend die Fahrradstraße kreuzen. Das erfordert entweder viele Ampeln oder schafft unerträgliche Gefahren für Radlerinnen, denn Abbiegevorgänge von Autos gehören zu den größten Gefahrenpotenzialen. Das alles fällt weg, wenn die Autos auf den äußeren Spuren fahren und von dort eine direkte Verbindung zu den von außen auf den Ring treffenden Straßen haben, ohne die Fahrradstraßen kreuzen zu müssen. Zweitens, Ziel der Verkehrswendeinitiativen ist eine weitgehend autofreie, von anderen Gruppen und dem aktuellen Vertrag der Gießener Regierungskoalition als Autoarm bezeichnete Innenstadt. Es sollen vor allem Fußgängerinnen, Fahrräder und der ÖPNV in die Innenstadt gelassen werden, aber kaum Autos. Dann aber wäre es noch unsinniger, die Autos weiter Innenstadtnah auf den inneren Spuren fahren zu lassen. Der Anlagenring ist ein Verteiler des Verkehrs, der von außen kommt. Daher sollten die Autospuren auch außen liegen. Drittens: Folgende Ampeln könnten für die auf dem inneren Ring fahrenden Radlerinnen abgebaut werden, weil keine Autos mehr in den Fahrradstraßenbereich hineinfahren würden. Seltastor. Bahnhofstraße, Heuchelheimer Straße, Asterweg, Marburger und Walthorstraße, Goethe Straße, Goethestraße und Bleichstraße. Das spart Geld und macht das Radeln deutlich attraktiver. Viertens, rund um die Innenstadt und die sich dort schon entwickelte oder beim Draußenbleiben der Autos entstehende Straßenatmosphäre würde ein ruhiger Bereich entstehen. Die Fußwege innen entlang des Anlagenrings erhalten teilweise mehr Platz, aber sind in jedem Fall plötzlich angenehme Aufenthaltsorte. Insgesamt wird das Radeln durch Wegfallen vieler Ampeln und fehlenden Querungen von Autos schneller und sicherer. Zudem sind Ampeln teuer. All diese Vorteile gäbe es nicht, wenn jeweils die rechten Spuren des Anlagenrings zu Fahrradstraßen würden. Unverständlicherweise hat die Stadtverwaltung aber nur diese Variante untersuchen lassen. Das Ergebnis ist erwartungsgemäß verheerend. War das gewollt? Agiert hier im Hintergrund weiter die Autolobby? Nur jetzt rot-grün verschleiert? Der Vorschlag mit dem inneren Anlagenring ist einfach der bessere. Und zwar in jeder Hinsicht: Für Fußgängerinnen, natürlich sowieso für die Radleinen, für die Stadtkasse und auch für den ÖPNV, wie wir noch sehen werden. Aber bleiben wir erstmal bei den Fahrradstraßen. Richtig attraktiv wird die Sache erst dann wenn die Fahrradstraßen auf dem Anlagenring eingebunden werden in ein zusammenhängendes Netz solcher Verbindungen, die die Innenstadt zu den außenliegenden Stadtteilen, umgebenden Orten und wichtigen Zentren wie Schulen, Uni oder Einkaufsmärkten führen. Im Normalfall sollten das Fahrradstraßen sein, auf denen die Nutzung mit Autos höchstens noch als anliegerfrei erlaubt wird und bei denen durch gegenläufige Einbahnstraßen oder andere Regelungen der Durchgangsverkehr ganz unterbunden wird. An Kreuzungen mit Autostraßen sollten die Radfahrerinnen Vorfahrt haben oder Querungshilfen vorfinden. Für die Innenstadt wurde die Einrichtung von Fahrradstraßen ebenfalls am 4. März beschlossen, und zwar innerhalb von drei Monaten. Auch hier ist nichts passiert. Sinnvoll neben den sich am Marktplatz kreuzenden Hauptachsen könnte noch eine Durchfahrmöglichkeit mit reduziertem Tempo zwischen Goethe und Bahnhofstraße sein, zum Beispiel in Form eines Shared Space von Fußgängerinnen und Radlerinnen. Ohnehin. Die Fußgängerinnen wären die zweiten großen Nutznießerinnen der Veränderungen. Sie erhalten an vielen Stellen mehr Platz und haben Abstand zu den lärmenden Autos. Allerdings braucht es sichere und bequeme Fußwege über die Fahrrad-, Auto- und Busspuren des Anlagenrings. Bei den drei Kreuzungen mit Abbiegungen in alle Richtungen, Berliner Platz, Oswaldsgarten und Reichensand, empfehlen wir rundum Grünschaltungen. Solange ohnehin Ampeln bei Parkhauszufahrten nötig sind, können diese auch für Fußgängerinnen und von außen zur Fahrradstraße strebenden Radlerinnen nutzbar gemacht werden. Ansonsten ist zu so prüfen, wo Bedarfsampeln nötig sind, die schnell schalten, aber trotzdem den fahrenden Verkehr weit geringer beeinträchtigen als Ampeln an Kreuzungen mit Linksabbiegern. Diese würden dann auch von den von außen herankommenden Fahrradfahrerinnen genutzt werden können, um zur Fahrradstraße zu gelangen. Vorbild kann die vorhandene Ampel der Goethestraße über die Ludwigstraße sein. Sie schaltet schnell und reicht bei nur 13 Sekunden Rotphase für die Autos zur Überquerung von zwei Fahrspuren. Oft könnten auch Querungshilfen ausreichend sein. Für die Querung der Fahrradspuren sollten sie stets genügen, sind aber auch bei der Auto- und Busspur denkbar, da die Einbahnstraßenführung die Situation deutlich übersichtlicher macht. Selbstredend, dass das Elefantenklo endlich barrierefrei zu gestalten ist, und zwar von allen Seiten rund um die Uhr. Dann zu den Autospuren. Wir schlagen eine Einbahnstraße für Autos und Busse vor, und zwar gegen den Uhrzeigersinn, also rechts herum. Warum? Erstens. Das sich kreuzen von Autos, die in verschiedene Richtungen fahren, braucht viel Platz und komplizierte, zeitraubende Ampelschaltung, nämlich für die linksabbiegenden. Diese Ampelphasen und die entsprechenden Abbiegespuren würden komplett eingespart. Zweitens. Da der Verkehr dann viel flüssiger laufen würde, reicht eine Autospur für den Autoverkehr. So kann endlich eine eigene Busspur eingerichtet werden. Ein bislang unerfüllter Traum für die Förderung des ÖPNV. Drittens. Etliche Abbiegespuren und alle dreispurigen Bereiche der äußeren Spuren entfallen. Dadurch entsteht an mehreren Orten Platz für breitere Fußwege. Auch das eine wichtige Aufwertung der Gießener Innenstadt. Doch es geht mehr. Wenn nur noch gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird, fahren Autos und Busse nur noch nach rechts auf den Anlagenring auf und auch nur noch nach rechts weg. Schauen wir uns das an unserem Beispiel der Einmündung am alten Gaswerk an. Die schlechteste Lösung mit vielen Überkreuzungen war die Variante mit den Fahrradspuren jeweils rechts. Deutlich besser, wenn die Fahrradspuren beide innen liegen. Noch besser aber, wenn der Autoverkehr als Einbahnstraße geführt wird. Jetzt gibt es auch keine Kreuzungen zwischen Autos mehr. Die Autos fahren nach rechts auf den Anlagenring und verlassen ihn ebenso. Besondere Regelungen wie Ampeln sind hier als auch an vielen anderen Stellen nicht mehr nötig. Da die Innenstadt autofrei oder zumindest autoärmer werden soll, werden abbiege Vorgänge von Autos vor allem von und nach außen verlaufen. Also so, wie am Beispiel gezeigt. Das ist dann sehr übersichtlich, sodass eine Einbahnstraße viele Vorteile bringt, die den Verkehr flüssiger und damit schneller machen, ganz ohne Geschwindigkeitserhöhung. Denn... Auch für Autos und Busse können nun die Ampeln komplett wegfallen, wo von außen auf den Anlagenring aufgefahren wird. Also zum Beispiel Asterweg, Moltkestraße, Bleichstraße, Heuchelhammerstraße und so weiter. An diesen dann ampelfreien Kreuzungen können stattdessen Einfädelspuren für Autos auf der Busspur das Einreihen in den fließenden Verkehr vereinfachen. Entsprechende Schilder werben vor den Kreuzungen für dieses Reißverschlussverfahren. Nehmen wir als Beispiel die Moltkestraße. Die zum Anlagenring fahrenden Autos nähern sich der Kreuzung. Die Ampel ist weg. Auf dem inneren Anlagenring nur noch Fahrräder. Auf dem äußeren links die Autos, rechts die Busspur und ein Stück die Einfädelspur. Das Auto nähert sich der Kreuzung, die steuernde Person schaut, ob ein Bus kommt und fährt im Normalfall ohne Halt in die Einfädelspur und von dort dann auf die Autospur. Fertig. Das geht an sehr vielen Einmündungen so. Hier von der Rohnstraße kommend, auf Busse achten, ebenso auf Fußgängerinnen, für die an all diesen Stellen nun ein Zebrastreifen reicht, dann auf die Einfädelspur fahren und ohne Halt auf die Autospur. Das gleiche Spiel an der Bleichstraße und an sehr vielen der Kreuzungen, wo Autos von außen auf den Anlagenring auffahren. So entsteht ein kontinuierlicher Verkehrsfluss. Einige Fahrstrecken sind zwar nun länger, gleichzeitig fällt aber das Warten an Ampeln beim Einbiegen auf den Anlagenring, beim Abfahren und unterwegs zu großen Teilen weg. Im Durchschnitt wird sich das Reisetempo dadurch sogar erhöhen. Und das alles bei einer beeindruckenden Steigerung der Aufenthaltsqualität und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen. Es bleiben nur wenige Ampeln übrig. Das sind zum einen die, die für das Hineinfahren in die Innenstadt nötig sind also für Rettungsdienste, Anlieferungen und AnwohnerInnen, soweit sie weiter auf den teuren Besitz eines Autos bestehen. Diese Einfahrten erfolgen nur noch über den Berliner Platz und Oswaldsgarten, sodass hier Ampelanlagen für die gesamte Kreuzung, also auch für die Fahrradstraße, erhalten bleiben müssen. Allerdings können die Rotphasen für die Fahrradstraßen deutlich kürzer ausfallen und seltener sein, wenn der Verkehr in die Innenstadt abnimmt. Weiterhin braucht es leider Ampeln für das Erreichen von Parkhäusern am inneren Rang des Anlagenrings. Diese städtebauliche Fehlplanung muss mittelfristig korrigiert werden, um die Kreuzung von Autos über die Fahrradstraße zu reduzieren. Hierzu gehört die Zufahrt zum Reichensand, die ohnehin auch langfristig eine Ampel zur Querung der Fahrradstraße benötigt, um die Durchfahrt von Bussen in die Innenstadt oder in Richtung Selterstor und Bahnhof zu ermöglichen. Und damit wären wir beim dritten Punkt. Was bedeutet eine solche Veränderung für den Busverkehr? Zusammengefasst: Überwiegend Gutes. Der Busverkehr wäre der dritte große Gewinner der Veränderungen. Klar, einige der Linien müssen verändert werden, weil ein Fahren im Uhrzeigersinn nicht mehr möglich ist. Damit wird, wie für die Autos auch, die Fahrtstrecke für wenige Linien länger. Durch den Wegfall von Ampeln und Abbiegevorgängen wird aber wiederum Fahrzeit eingespart. Der entscheidende Sprung nach vorne entsteht aber durch die eigenständige Busspur. Auf dieser liegen nur die kurzen Einfädelspuren für die auf den Anlagenring einbiegenden Autos. Da diese aber die Vorfahrt aller Fahrzeuge auf dem Anlagenring, also auch der Busse, achten müssen, wird die freie Fahrt der Busse dadurch nicht behindert. Sie können ohne Störungen und kaum durch Ampeln unterbrochen auf dem Anlagenring herumfahren. Der Busverkehr wird durch diesen Vorschlag erheblich beschleunigt, was zusätzliche Haltestellen möglich macht, zum Beispiel an der THM. Die wegen der Einbahnstraßenregelung bei einigen Verbindungen längeren Fahrtstrecken werden so ausgeglichen. Zudem gibt es weitere Vorteile. So kann die Busspur durch den Einbahnverkehr immer außen liegen, das heißt rechts von der Autospur. Dadurch fallen alle Probleme und Verzögerungen bei Haltestellen weg. Der Bus kann einfach auf der Busspur halten, sodass eine höhere Dichte von Bushaltestellen möglich ist, was den Fußverkehr fördert. Die bisherigen Bushaltestellen außen am Anlagenring können zudem weiter genutzt und bedarfsgerecht ergänzt werden. Die Kosten für die ganze Sache senken sich entscheidend. Da die Busse auf dem Anlagenring auch im Einbahnverkehr fahren, werden sich einige Linien leicht verändern. So können die Busse aus Wisek oder dem Sandfeld bei der Fahrt Richtung Innenstadt bzw. Bahnhof nicht mehr über den Berliner Platz fahren. Für solche Veränderungen gibt es aber Lösungen, im Kleinen, aber auch als großer Wurf. Wir empfehlen, diese Umgestaltung für eine komplette Überarbeitung des Busliniennetzes zu nutzen, sodass am Ende ein attraktiveres und schneller durchschaubares Liniennetz entsteht. Einige Möglichkeiten seien angedeutet. Erstens Stärkung des Oswaldsgartens als zentraler Umsteigepunkt neben dem Berliner Platz. Alle Buslinien berühren eine dieser beiden Haltestellen. Am Oswaldsgarten besteht zudem der Umstieg auf den Bahnregionalverkehr. Zweitens Entlastung des Marktplatzes als bisheriger zentraler Umstiegspunkt. Dritte Möglichkeit Entweder Einrichtung einer Ringlinie, eventuell mit Abstecher zum Bahnhof, oder neue Führung ausgewählter Linien von außen, die dann jeweils um den Anlagenring, ebenfalls eventuell mit Abstecher zum Bahnhof, führen und wieder zurückfahren in die Umgebung. Da aus den vier Hauptrichtungen jeweils mindestens zwei Buslinien Richtung Innenstadt fahren, liegt es nahe, von diesen mit passenden Umsteigeübergängen jeweils eine um den Anlagenring und eine durch die Innenstadtachse zu führen. Eine der beiden neuen Hauptumsteige Haltestellen Berliner Platz und Oswaldsgarten wird dann mindestens berührt, bei mehr als jeder zweiten Linie sogar beide. Die Durchfahrt von Bussen in die Innenstadt wird kaum verändert. Sie geschieht weiterhin vor allem über den Oswaldsgarten und den Berliner Platz. Eine leichte Veränderung ist am reichen Sand sinnvoll, wo die Busse bislang nur in die Stadt hineinfahren. Diese Strecke soll künftig auch für die Ausfahrt aus der Innenstadt genutzt werden. Da wegen dem Parkhaus ohnehin eine Ampelschaltung nötig ist, können die Busse vom Anlagenring einfahren und auf diesen gelangen. Zu diesem Zweck wird hier eine Ausnahme eingefügt. Busse und eventuell auch Autos mit Ziel des Parkhauses können von der Frankfurter Straße auch nach links abbiegen. Dafür muss für die Fahrtrichtung Innenstadt zwischen Selterstor und Reichensand eine Fahrspur auch in umgekehrter Richtung geschaffen werden, nämlich die dann rechts auf dem äußeren Anlagenring. Dort sind aber genügend Spuren vorhanden. So bleibt für die Busse, für die Fahrten durch die Innenstadt alles weitgehend gleich. Nur, dass die Bahnhofstraße nicht mehr genutzt werden muss und folglich zur Fahrradstraße umgewandelt werden kann. Und was passiert dann mit dem Autoverkehr in der Innenstadt? Herumsuchende und stehende Autos zerstören die Lebensqualität in der Innenstadt. Der von ihnen zurzeit belegte Platz ist wichtig für eine attraktive Gestaltung. Daher sollte der Autoverkehr weitgehend aus der Innenstadt verdrängt werden. Übrig bleiben zunächst die Einfahrt für Anwohnerinnen mit eigenem Parkplatz oder für temporäres Halten in dafür ausgewiesenen Zonen. Durch gute Verbindungen vom Bahnhof und Parkplätzen außerhalb bzw. der Ringallee kann das Auto abgeschafft oder außerhalb stehen gelassen werden. Am attraktivsten wird das mit der Verwirklichung eines Straßenbahnnetzes. Ebenso bleibt die Anlieferung zu festen Zeiten, wie in der jetzigen Fußgängerinnenzone auch schon. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt nur noch über Berliner Platz und Oswaldsgarten. Innerhalb der Innenstadt gelten überall Tempo 20 und, wo immer möglich, Einbahnstraßensysteme. Dauerparkplätze auf den Straßen werden ganz abgeschafft. Damit ist das Konzept beschrieben. Es überzeugt durch den besseren Verkehrsfluss und die besseren Bedingungen für Busse, Fahrräder und den Fußverkehr. Zudem nochmal ein Wort zu den Kosten. In den Medien geistern hohe Summen für den beschlossenen Verkehrsversuch herum. Diese Kosten sind unnötig. Sie entstehen nur, wenn das falsche Konzept gewählt wird, welches durch das ständige Kreuzen der Fahrradstraße durch Busse und Autos viele Gefahrenpunkte schafft, Umbauten nötig macht und so weiter. Das ist alles überflüssig. Die Fahrradstraße auf den inneren Spuren und der Einbahnverkehr auf den äußeren Spuren sind ohne großen baulichen Aufwand sofort herstellbar und werden ab dem ersten Tag durch den Wegfall von Ampeln viel Geld sparen. Auch für den Autoverkehr ist damit eine zumutbare Lösung geschaffen. Denn einerseits wird er flüssiger und wird, obwohl räumlich eingeschränkt, auf dem Anlagenring ausreichend gut vorankommen. Zum anderen sollte aber auch das Ziel sein, das Durchfahren des städtischen Zentrums einzuschränken. Um Gießen existiert ein vollständiger Autobahnring mit zuführenden Straßen in alle Stadtteile. Das bietet die Chance, hier schnell ein modernes Verkehrskonzept mit den sogenannten Superblocks zu organisieren, bei denen die Stadt in verschiedene Quartiere geteilt wird, die von außen angefahren werden können, so wie in einem Plan von den Verkehrswendeinitiativen auch schon vorgeschlagen. Der Weg von einem Quartier zum anderen führt mit dem motorisierten Individualverkehr immer über den äußeren Ring. Dadurch werden Fahrrad, Fuß und ÖPNV zu den schnelleren Lösungen und werden den Autoverkehr Stück für Stück verdrängen, ohne dass dieser verboten oder unmöglich gemacht wird, aber Privilegien aufgeben muss. Für den Anlagenring bedeutet das, eine deutliche Abnahme des Autoverkehrs in und nahe der Innenstadt muss Ziel und Grundlage jeder Verkehrsplanung sein. Wenn selbst eine Studie der Stadt Gießen für das erklärte Ziel der Klimaneutralität 2035 eine Reduzierung des Autoverkehrs auf weniger als ein Viertel für erforderlich hält, ist klar, dass ein Weiter-so nicht zur Debatte steht. Wer argumentiert, der Anlagenring müsse weiterhin die jetzige Zahl an Autos verkraften, will ja gerade keine Verkehrswende und plant diese auch nicht ein. Das einzig offenbleibende Problem sind die vier Parkhäuser innen am Anlagenring. Sie machen jeweils eine Querung der Fahrradstraße nötig. Die Ampelanlagen müssen aus Sicherheitsgründen erhalten bleiben. Eine Art ständiger Subventionierung des Autoverkehrs. Zudem bleiben damit Störpunkte, die das Radeln unattraktiver machen. Der Abbau dieser Parkhäuser sollte daher mittelfristiges Ziel der weiteren Stadtplanung sein. Jedes einzelne, welches geschlossen wird, steigert die Lebensqualität in der Innenstadt und schafft Platz für neuen Wohnraum oder Grünflächen. Außerdem sollte die Planung für eine Straßenbahn mit Anschluss an vorhandene Bahnstrecken, sogenannte Regiotram, zügig vorangetrieben werden. Straßenbahnen können mehr Menschen transportieren als Autos und Busse, sind barrierefrei und elektrifiziert, das heißt, damit weitgehend CO2-neutral zu betreiben. Zudem brauchen sie keinen versiegelten Untergrund. Die störenden Asphaltflächen auf und um den Marktplatz können endlich verschwinden. Ein zusätzliches Argument. Das Fazit ist damit einfach. Gießen braucht die Fahrradstraße auf den inneren Spuren des Anlagenrings, plus den weiteren Fahrradachsen in die City und in alle Stadtteile, dazu eine Busspur und eine autofreie Innenstadt. Und zwar nicht irgendwann, sondern sofort.